Thomas Brüne erneut um 4 Tore Führung für die Gäste, 14-10. Der nächste Konter für die Gäste, erfolgreich abgeschlossen durch die 24 Jan-Martin Knaks und die Auszeit genommen durch Trainer Jörg Bär vom Post Schwerin 2. Und es geht weiter, Post Schwerin nun im Angriff. Nun wollen wir sehen, ob die Worte von Trainer Jörg Bär gewirkt haben, ob Post sich nun wieder rankämpfen kann. 5 Tore der Rückstand auf Tab Wanderup nach 18 gespielten Minuten. Und Bernd Hartfield wieder erfolgreich, 11-15. Hervorragend gespielt, Mario Petersen auf den Kreis Thomas Brüne, 16-11. Und gelbe Karte gegen die Nummer 8, Sören Töller. Lars Klütermann verzieht und damit der Kontermöglichkeit für die Gäste erfolgreich abgeschlossen durch Thomas Brüne. Und die gelbe Karte gegen die Nummer 5 des SV Post Schwerin, Alex Wirth. Und wieder per Konter erfolgreich, Thomas Brüne, 11-18. Und wieder der Konter für die Gäste,
erfolgreich abgeschlossen durch Mario Petersen, 11-19. Bert Hartfield scheitert wieder am Torwart von Tarp Wanderup. Und nun ein klasse Anspiel von Hartfield auf Stoik. Und 12-19 und gelbe Karte gegen Kai Blaschek. Mario Petersen aus dem Stand zum 12-20. Und Christian Blank hält den Konter, den die Schweriner gar nicht richtig registriert haben. Glück da für Post 2. Und der Pfostentreffer von Andreas Stoik. Thomas Brüne mit der 9-Tore-Führung für die Gäste. Nun die erste 2-Minuten-Entscheidung in diesem Spiel. Es trifft die Nummer 8 der Gäste, Sören Töller. Nun das erste Überzahlspiel für Post Schwerin. Das haben sie schön ausgespielt über den Außen. Andreas Stoik erfolgreich abgeschlossen und verkürzen auf 13-1.